Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Avatar Frontiers of Pandora. Jo. Wie ich schon gestern angeteasert habe, heute werden wir noch ein paar Fähigkeiten erlernen. Sehr schön. Und zwar können wir uns mal diese Fähigkeit hier holen. Wir mal unser Ikram zu uns. Schön, dich zu sehen, Storm. Ikram hat wieder Hunger. Du hast Hunger, schon ziemlich schwer durchgehen muss. Ich denke, es hat mit dieser Felsformation davon zu tun. Schon vorbei. Ja!
Das sieht mir nach einem Eingang aus. Ja. Ich denke, wir sind auf dem guten Weg hier. Ja, hier sind wir sehr gut. Halte beim Klicken auf dem Icon R3 gedrückt, um sie kreischen zu lassen. Dies fügt Feinde in einem Radius von 75 Meter Schaden zu und desorientiert sie. Okay. So, wir haben wieder Fähigkeitspunkte. 3 Stück. Wir wollten. Ja, das habe ich. Eigentlich wäre es nicht schlecht, wenn wir unsere. Die Kapazität des Heilungsbeutels wird um 1 erhöht. Das wäre natürlich richtig nice. Ich glaube, ich nehme das mit der Gesundheit, weil das wird uns noch richtig das Leben retten. Danach nehme ich das mit einer Kapazität mehr und einmal 50% der allgemeinen Energie. Muss draußen rufen. Wieder so eine Basis. Ich glaube, die nehmen wir mal ein. Also besser gesagt, wir zerstören die. Ja. Ich sehe momentan auch keinen. Auch da hinten fliegt auch eine. Aber ich würde zuerst die hier nehmen. Jetzt sind auch schon 2 Helis. Machen wir uns schon bereit für den Kampf. Ja! Bereit für einen Kampf? West. Mist, daneben.
Ja, das war ein Treffer. Und tschüss. Ja. Storm. Kaputt. Ja, ja. Und dann war eine noch hier. Genieß es. Ich geh die Helis kaputt machen. Andere Heli. Ah, da hat der flüchtet. Du warst dann mal an Heli. So, wo war die Basis? Die war doch irgendwo. Wie ich sehe, gibt es da wieder eine Fabrik. Ich bin so dumm.
wieder ein Ersatzteil. Sehr schön. Noch in einen Hang. Das ist dann wohl eine Tunnelbohrmaschine. Um das Ding zu stoppen, muss essen. Mit den Hilfseinheiten anfangen. Okay, das ist eine Stufe 12. Lassen wir die Finger davon. Wir gehen aber hier auf den Berg. Fliegen wir! Bitte schön, Storm. Da ist die Blüte. Land und führt ein Ikran einen Schwingensturm aus, der Feinden in einem Radius von 30 Meter um die Landestelle Schaden zufügt und sie desorientiert. Gut. So, jetzt kann ich mir mehr Heilung, so mehr Leben. Und das ist das nächste.
So. Das war auch das letzte jetzt. Genau. Aber was sind diese? Das Fähigkeitspunkte sein, diese Pflanzen. Ich gehe mal die Punkte da auf den Grund. Ah, ich bin auf dem falschen. Genau, das ist so ein Baum. Und dann leuchtet er auch nicht mehr. Okay, verstehe. Ja, da steht so Glockenzweig. Da gehe ich mir noch die zwei holen.
Hey, Alex? Hab ein technisches Gerät gefunden. Sieht nicht nach RDA aus. Oh, das muss eine alte Datenerfassungsstation sein. Ein Sturm hat das Netz lahmgelegt. Die RDA hatte sich schon überall eingenistet. Also konnten wir nicht neu starten. Kannst du das Terminal an der Station aktivieren? Dann gehen die anderen Stationen in den Standby-Modus. Dein SID empfängt ihre Signale. Folge ihnen und aktiviere sie alle einzeln. So kriegen wir die regionalen Daten. Okay, klingt machbar. Ich versuch's. Problemlos. Das SID ist dafür gemacht worden. Und wenn du noch mehr Stationen findest, starte sie bitte auch neu. Hallo. Salut. An? Jo, gut, da selber. Ja, hallo. Uiuiui. Was spielst du, Avatar? Jo. Nur noch mein Ekran schon. Ja, dein Guter. Aber wie ist eine genannt? Ist schon eine Storm genannt. Die Meme waren aber dämlich, die Dora, ne? Spielst du Mod Fortnite? Oh, leider. Muss halt noch etwas fertig machen. Wann geht? Geht mein Computer ja, ne? Und die letzte, die ich over ist immer direkt geschlafen, Mann. Da hat Kleben eine Stelle.
Ascha so fragt. Marcel war auch nicht da, die lasst dich, oder? Nö. Ich hab mir das die Mädel gesagt, geht ihm nicht gut. Und du entsteigst mir her. Okay. Ich bin zwar Minecraft furchtbar. Ja, ich hatte Elias und Honey Pooh geguckt. Furchtbar. Minecraft macht schon Spaß. Ah, sind sie am Gang, um zu streiteln. Ja, hast du nicht Modkret, dass der Trimax da durchgedreht ist und der Elias in Base freck gemacht hat? Ich hab ein bisschen Modkrit, ich hab auch Modkrit, dass den Elias mega krass den Miki umgebläht hat. Ne, das hat sich doch auch mal schon nicht. Also auch Mod mal schon nicht. Boah, hat lässt die ja noch streiten, hat mir ein Schild, dann möchte sie irgendwie da. Wir sind heute die zwei Löschzünderin. Du hast es Ende.
Munte spielt Hochmuntinnen, aber hier kann sie spät. Was die scheiß letzte Sender, das geht doch nicht. Man hat schon eine mexikanische Katze, Mann. Ivra Alien News, Alien News. Hm? Ivra Alien News. Okay. Ja, sticke Blödsinn. Was guckst du schon so? Ne, ich gesehen hat also beim, bei einem Streamer. Der Du hat mich schon mehr getriggert. Der Du. Die zwei Fragezeichen haben drin. Du bist schon mehr getriggert. Was ist Fritani Puh, was ist BBC? Ich fand das so dumm. Ich hab wirklich kein Ding dafür gehabt. Das andere kannst du nicht nur im Blick gesehen. Zwei von drei Sandere von sich schon einfach die fucking letzte Sender rein. Ich will mal den Mikran drüber. Das bringt nicht, jetzt sind mega kleine Looten. Und du gesäßt nicht mal im Blick. Die sehen nämlich so aus, was wo steht, Ramin. Wenn ich schon gescannt habe. Guck, die sehen so aus. Ah, macht ja. Und die gesäßt Leute nicht mal im Blick. Das sind einfach nur die kleinen Liedchen, die liegen. Ich gesehen die nicht, wo liegen. Macht mich für die Server, so schon momentan behalt. Wird uns schon abgemeldet. Ja, mir behält sich rum wie Lackmama. Rajon, alles.
Ah, da kann man ja nur im Kooperationsmodus spielen. Weit müsst ihr los sehen. Jo, sind verzögert Schluss. Okay, da ist die Stufning. Ja, dann zum Heimatbaum da, das geht easy peasy. Den Heimatbaum bin ich fertig. Hm. Level. Ich noch schon die Bars von für Level 20. Ja, Spotter. Ich find's sie dick frei und der Story. Wie das nicht ganz drüber, ne? Von ja. Mit den Leuten, die sie mit Level E-Lüfte durchkommen. Du musstest mega clever viel gehen und mega los. Jo, gestern haben sie gestern die letzte Bars geguckt, ist für ich die gemacht und das war auch nicht geschehen. Du warst so in Höhlen gegangen und schon alle Gegner bis bei der Höhle gezerrt, für sie dann aus der Höhle aufzuschießen, weil sie nicht konnten an die Höhle kommen. Ich renne ihm noch sagen, mal, ob er ihn haut kann. Es könnte wie Flower glaub, beim Johnny aus. Und der muss bestimmt lo. Boah, wie Flower ist lo in Texas, keine Ahnung. Was hat gelernt? Wirklich ein Bärchen, aber wo? Sollen die da so weit wasch sie von der Station? Es kann doch nicht sein, dass ich die Loot nicht gesehen habe. Das ist so ein scheiß Loot, nimm sie die Stroh am Anfang. Was du genug gerade mit? Sie muss drüb sehen. Sie kann nicht mehr high auf dem Birsch sind, weil sobald ich vom Birsch fortgehen, schaut sie die Mission aus. Und gehen wir mich hin? Guck mal, wo bist du mir raus? Hm. Ein rotes Licht. Da! Ruhe, geh ruf! Guck hier ruf! Mir links? Nee, geh nach hinten. Nur links. Ja. Links. Ich hatte so nämlich gesehen. Oh, was ich hatte gesehen, Mann. Warte, guck, geh noch nur links. Noch? Nee, du gehst nur rechts, pardon. Bei dir ist das links, ja, pardon. Die andere Richtung. So war sie. Ich schwöre, das schon so gesehen. Ah, du! Oh, du! Schon so gesehen. Endlich, scheiß Loot. Habe soeben die Meldung bekommen, dass die Station dank Sid neu gestartet werden konnte. Großartig. Aber Alex, hast du vielleicht
Die Koordinaten der Station? Dann muss ich sie nicht suchen. Hatte ich, aber sie sind verloren gegangen. Frag mich nicht wie. Das war dumm. Oh, der Ostert hat das Spieß. Ah, das war ein Platz freigegeben. Okay. Warst du schon irgendwann? Ja, du bist in der Schlucht momentan. Nee, warst du warst in der Prärie. Okay. Okay. Man reitet ja meinst du, wo ist ja. Der? Doch, du erinnerst den Nahe ja. In dir. Okay. Ah, du bist am Ruf gegangen, du bist in der Prärie geblieben. Ja, ich bin Ruf gegangen, weil ich gesehen habe, dass ich die heutigen Dinger noch nicht alle gemacht habe. Was weiß ich nicht. Glockenzweig meinst du? Genau. Ja. Hä? Lohne stehen. Ja. Anders sind umgegangen noch, meine Fähigkeiten noch weiter aufzuleveln. Hm. Ich weiß nicht, ob wir die Basis zu 20, also von 20 zu 2 Gänge kriegen. Tschüss, ne? Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit dem Herstellen von den Kleidern. Okay. Am Anfang ist es nicht kompliziert. Ich habe noch etwas ausgezeichnet, ein bisschen fand. Aber zum Beispiel die heutigen Dealer, die hatte ich alle gut gecraftet. Ja. Das ist so, du hast ja die Plan. Ja. Wenn man am besten weiß, in der Schritte. Ihnen aus dem Schief gelaufen ist, aber Lohn war mein Gericht viel zu trocken. Ja, du hast die Plan. Du hast die Plan und du hast dann die besser, die ungewöhnlich, die normal Sachen. Ja. Die vier von okay und die zwölf, die ist der Drop ist, die ob Dinge Sachen, die als ausschlaggebend für wie hoch den qualitativ als mit der Gesundheit. Okay. Das bedeutet, was die mir hoch ist, was du mit denen zwei Sachen müsst, wo dann mir hoch sind. Gut, ich kann. Bist du besser gedet? Gut, ich kann heute die Quest machen. Voilà, und dann gesagt, wer ein Wertungste Chris. Wäre das nur zwei Gülle-Sachen, wäre das noch mehr hübsch. Mhm, okay. Und du hast das Passwort hergestellt. Wir brauchen Quetschmoos. Kannst du was beschaffen? What the fuck is? Das ist immer so hart. Immer so laut. Wie geht's, Marcel? Ja, Marcel redet nicht mit uns. Hallo. Hallo. Na, wie geht's? Müde und kaputt, ne? Und euch? Genau dasselbe. Das Gleiche. Die Nacht nur noch Stunde gepennt oder sowas. Richtig ätzend. Oh. Macht ihr Fortnite zocken oder was? Ich guck Beppo gerade bei Avatar zu, aber okay. ich wollte Fortnite. Leg deinen Bogen gut. Wusstest du die Fähigkeit freigeschaut, dass der beste Sache von den Handler kriegst? Was suchst du denn heute? Ich speige schon. Ja, weil dann musst du viel mehr Gil-Sachen nämlich bei den Handler. Fortnite hat hier überhaupt keine Lust gerade, ey. Ich habe gar nichts Lust. Du hast einfach immer alles gescannt. Aha. Weil das hilft auch für Hanno alles zu sichern. Und auch für Rezepte zu machen. La plupart nicht gescannt.
Schon immer mega Spaß, so Kombinationen zu sich hier zu kochen. Erst will ich, ob ich DBD. Aber du hast keine Lust. Auf jeden Fall mehr als Fortnite. DBD catcht mich zurzeit irgendwie wieder. Kann ich weiterhelfen? Mich catcht mein Bett. Catcht mich nachher. Ich bin morgen im Homeoffice und das ist gut. Woran gehst du wieder arbeiten? Ich? Ja. Mal gucken, was der Arzt am Freitag sagt. Bis wann hast du gelben? Bis Sonntag. Heute habe ich noch 3. Wow, der ist die Feiersteckvorschrei verpasst. Du hast noch einen. Schon dick viele Dinger nicht gemacht. Komm doch, viel recht, du nur. Du hast noch einen. Du hast die geile Basis. Habt ihr es gehört? Was? Hallo du. Du bist ein wunderschöner Sonneboomer, bitte Sonneboomi. Hallo du. What the fuck? Hallo. Der ist auf Insta Mama Afrika 01. Mehr Ausrüstung? Eine Sonnenblume. Wow, ich könnte eigentlich besser Wurfkrähen, aber schon nicht genug. Oh, wir sind überhaupt alles so. Denk daran, ziel niemals auf dich selbst. Hier, meine Waren. Warte, ich gucke. Wollte gucken, wie viel Uhr es in Texas ist. Uhr, das ist in der Nacht, ne? Lass dich nicht erwischen. Ja, 1 Uhr nachts quasi. Oh mein Gott, hat er 1 Uhr nachts und er ist noch wach, er ist so blöd. Oh, Johnny. Was darf es heute sein? Mann, er ist echt noch wach. Mann, er hat noch einen Schuss. Meiner Nacht. Ich wusste gar nicht, dass die so brutal... Nein, 2:30 ist bei denen. Es ist mittags bei denen. Es ist 2:30 mittags. Ach so, 12 ist ja PM, stimmt. Ja, ja, also hier ist 13:29 Uhr. Ja. Weil heute Morgen hat er mir geschrieben 5 und da meinte er, bei ihm wäre es 11 Uhr abends. Mhm. Ja, aber ihm ist es 2:30. Oh, das ist ein Wichser, du arschgefickten Wichser. Okay, Kevin. Man hört ihn einfach nur fluchen. Ja, diese Aggressionen. Ja, meine Mama war wieder heute sehr nett. Die hatte nur gefragt, kannst du mir ein bisschen Cola und ein Stück Kuchen mitbringen? Sagte ich, ja, easy, mache ich. Komme ich zu Hause an,
einfach Hundi, ein Hunderter auf dem Tisch. Natürlich. Könnte meine auch mal machen. Dann musst du für deine Mutter einkaufen gehen. Ja, nee. Ich weiß schon, wie das geht. Tattoo gibt einen guten Boost, gegen im Level, aber ich will kein 25er SG. Können wir eigentlich zusammenspielen, Beppo, und jeder macht seine Quests für sich und wenn wir Hilfe brauchen, kommen wir beieinander? Doch, das können wir ja machen, aber ich glaube nicht, wir können erst wir können nur in eine Lobby reinjoinen, aber ich denke, am besten wäre es, jeder spielt für sich, bis auf den Punkt, wo er Unterstützung braucht, dann muss der eine in seine Lobby reingehen. Denkst du, wir kriegen diese 20, diese Basis da kaputt? Sehr schwierig, ich bin erst 9 und die Teile sind 11 Leveln über mir. Und ich hab's bemerkt, bei Gegnern, die schon alleine 2 Leveln über mir sind, ich mach denen gar keinen Schaden. Ja. Ich hab so einen mega krassen Bogen. Gibst du mir meinen Controller bitte, Kevin? Ich will's okay. Kevin! Ja? Gibst du mir bitte den Controller? Nein. Danke sehr. Warum schreist du denn so? Ja, sieh dich gerne um. Ich will die heute Wurf kaufen, das Enkel. Ich switch mal rüber zu den Leuten bei DBD, gucken, ob die Platz haben. Okay. Gott, dritt, zu viert. Die sagen, geh nach Hause, verschwinde. Dann sei Zauber. Einfach uns alleine lassen, das haben wir gerne. Aber ihr spielt doch jetzt Avatar. Ich spiel gar nichts, ich guck Beppo zu. Noch nicht. Denk daran, ich guck Beppo zu. Auf dich selbst. Guck, dann sagt er mir, er ist zu müde zum Zocken, dann sag ich ihm, komm trotzdem. Ja, da braucht er ja keine Anforderung. Und dann geht er zu anderen Leuten zocken. Wir haben es verstanden. Okay. Da hörst du es, was Kevin von dir hält. Geh fick dich. Ja, ist voll im Fortnite. Ja, wie immer. Er hat kein Leben. Na gut. Dann hören wir uns später. Ich guck noch mal rein nachher. Okay. Jo. Bis deine Antenne. Bis dann. Ciao. Tschüss. Nee, dreht nicht. Für den... Kevin? Ja? Kannst du auch ran? Oh. Discord. Okay. Warte mal, Sally, jetzt ist schon rum vor Zun. Das ist sie beim Salver, weißt du, wenn es ist 3 Sekunden Bande, was passt und jetzt kommen. Ja. Mal so. Mhm. Heißt ein Girls Level 10, Babbo, die könnte man aber hier kriegen. Das geht. Wie Level bist du? Einstein mit Level 19. Es ist die Level 12. Die müsste aber auch nie Problem packen, die Level 10. Ist schon heute einmal Level 10 und heute bin ich einmal Level 19. Mann, das ist zu viel verlangt, dass jetzt wohl ein Karriere. Tun wir noch. Hast du über der Prärie mega viel abgedeckt, du weißt. Kreisfähigkeit. Ja, das Ding ist, das ist eine andere Fähigkeit, die könnte man nicht holen, weil die ist verschmutzt durch die Basis von Level 20. Ah, ist das die, wo direkt drüber aus? Tiefere Verbindung. Wie du kennst, ja, Footy, Mann. Wir können einfach probieren und Level 20 Chance zu kommen. Ich meine, mir gibt von nicht. Wie kann ich die überhaupt schon? Level 20. Warte mal, hi. Warte, ich gucke nicht, was wir nachholen.
Ah, die für Level 10 kann der aber gut. Boah, Level 10, das ist auch schon schwer. Das ist Level 19. Wie ist es? Oh. Null Freunde. Ja, aber wie soll das gehen? Vielleicht, weil ich nicht... Ist die was Playstation geht das überhaupt? Normalerweise dürfte müsst ihr schon Crossplay sein. Warte, ich gucke mal. Warte, ich google ihn direkt mal. Hup. Doch, ich gesehen den Schei. Bappo. Ah, du bist. Ah, ja. Du stehst halt bei mir. Bappo. Hä? Wie komisch, aber. Oh, look, ich steh da. Schön, du geholt. Kann natürlich auch sein, dass ich nicht irgendwo mich stark als Bäume schwellen kann. Oder weil ich sind offline gewesen auf der Playstation, gell? Ah, das kann natürlich auch sein. Ich sind immer offline gewesen, aber mich das hier nervt mit den Leuten. Sind wir nur bei ihm? Lört noch bei mir? Ist der Gruppe über Platz? Ja, du bist hier vor mir, du bist auf Dingerplatz, nicht auf Mengerplatz. Oder bist du. Ne, du bist bei mir. Ja, ist bei dir. Hä? Wo bist du denn? Hä? Was du das heute? Denn? Ja. Den? Ja! Nice Fund! Mein nice Fund, ja. Aber, das ist ja komisch, dass du gar kein Unzeichner bist. Doch, um Dingen. Urwen, ist hier denn die Blue Bull. Guck. Ja, das, okay. Das. Hallöchen. Hallo. Ja, moin. Ich bin. Was war das jetzt? Mein Ikra. Ah, du rufst den so. Ich hab ein anderes Geräusch. Ja. Ja. Alles gut und bei dir? Da bist du ja. Na klar. Tollen Menschen geht's immer gut. Das stimmt. Oh, was heißt, wir können jetzt zusammen. Bippo. Ich wo ist sein. Denn jetzt diese scheiß Base? Aber das ist es jetzt. Wir haben nämlich zwei Bases, ne? Für Level 20? Ja, es ist einmal die hier unten und hier oben ist eine Level 19. Du hast das noch nicht freigeschaltet. Okay. Aber, warte, kann ich das markieren? Aber was? Siehst du das? Ding, ruhig sein, Markierung. Nee. Doch, guck. Oben. Oh, geh mal hoch. Nee, geh auf deine Map. Ja. Und dann hoch. Rechts, siehst du? Diese rosa, rechts. Ah, da. Nein, weiter rechts. Der ja, siehst du, das ist 19. Ich will mal lösen, Frankie, gehen wir ab 19. Wir werden getötet. Wir können versuchen, aber ich glaube, wir werden richtig hardcore getötet, also. Gehen wir mal besuchen. Alter, wo ist diese scheiß Dinger? Ich glaube. Was ist hier gerade passiert? Was hat mich gerade angegriffen? Hier gerade, was bist du denn für ein ekelhaftes Vieh? Nein. Avatar. Ja. Wir wollten eigentlich Fortnite spielen, aber niemand hat so richtig Lust. Okay. Marcel hat sich schon einfach verzogen. Der ging einfach. Ja, also einfach abgehauen. Na super. Was hast du gemacht? Ich war gerade eben im Vorgeist. Ach so, ja. Ich wollte dich da jetzt nicht wegziehen, ne? Alles cool. Was starte ich denn, wenn ihr keinen Bock habt auf Fortnite?
Fall Guys. Nee. Epper, du weißt schon, wir werden so krass gebürstet. Vielleicht. Du wirst ja genug essen. Ja, ich glaube schon, ja. Genug Material. Wir werden so gleich gefickt. Oh, bitte nicht. Ich lasse am Mai noch was essen. Warum greift mich jeder an jetzt? Was ist denn los? Jetzt bin ich gestorben. Verfickt noch mal. Mich hat so ein großes Vieh angegriffen. Welches Vieh? Ein, die großen Gleiter. Nicht die kleinen Ikrane, die großen. Mann, geh doch weg, blödes Vieh. Töte es. Nee, sicher nicht. Warte, ich komm. Wie viele hatten diese Base hier? Ah, okay. Ebo, das kann nicht sein. Was? Dass ich noch kein Follow gedrückt habe, das kann nicht sein. Anscheinend schon. Wie kalt bist du denn? Ebo, du fliegst voll drauf! Ich weiß. Die haben, Abschießtürme, ne? Ja. Also ich bin unterwegs, aber ich brauche ein bisschen. Ich werde von allen Seiten hier angegriffen. Beppo regelt. Eine Erzgrube mit Verwertungsanlage. Ja, aber wenn, dann machen wir es komplett. Guck dir das an, Mann. Level, der Witz ist ja, ne? Wir beide sind, ich bin Level 12, Beppo ist Level 9 und die Basis ist Level 19. Ups. Ja, ja, wir werden vernichtet. Wir werden vernichtet. Auf, vorhin hat Honeypoo einfach mal gesagt, Dankeschön für den 54. folgenden Monat. 54, wow. Das sind fast 5 Jahre. Oder sind das 5 Jahre? Ach, das war... Guck dir, wie Kevin, wie Beppo da reinrascht. Ganz alleine in eine Base für 19. Wir sind im Coop. Wo kann ich... Was heißen diese X'e? Hast du gesehen? Da war so X'e sind Gegner, die normalerweise machst du keinen Schaden an denen. Wo bist denn du hin? Ich gucke, wo... Ah, ich sehe dein kleines Pünktchen da hinten. Wow, sehr geschockiert. Ich lande irgendwo ein bisschen weiter weg. Ich habe keinen Bock, dass am Mai was passiert. Natürlich fliegt sie weiter. Aber das ist schon ein großes Spiel, oder? Ja, das ist enorm. Also es lohnt sich. Da, jedes Mal, wenn jetzt ein Film rauskommt, kommen auch Teile dazu. Also der erste Teil von der Map wird am Ende des Jahres freigeschaltet. Mhm. Im Sommer kommt aber schon ein großes DLC mit neuen Missionen. Weil dann der neue Film... Oh mein Gott, Pippo, da sind ja 1000 Leute! Ja. Du bist da hinten rechts, ne? Ich guck mal, ob ich da das Geschütz mal... Okay, das Geschütz konnte ich auch schalten. Sie bringen noch einen Teil raus? Echt? Ja. Das sind alle die Filme jetzt. Ich muss aber sagen, das Spiel hat mir Bock gegeben, die Filme zu schauen. Ich hab noch eins kaputt gemacht, Beppo. Ups, das habe ich nicht kaputt gemacht. Das schießt auf mich. Ich habe eins kaputt gemacht hier. Wie viel Leben hat das Ding? Warte, ich kann höchstens Jana. Ah, Jana guckt bei dir mit. Bei mir kann ich nur den Bildschirm teilen für sie. Geh nicht. Oh, das bist du! Oh. Das ist nicht auf drei!
für eine Reinigung geschlossen. Bitte beenden Sie die Maßnahmen. Guck mal, okay. Der Turm guckt mich nicht mehr an. Das ist sehr schön. Ist jetzt einfach da reingehüpft? Ja. Bin hinter dir. Okay, ich bin tot. Ich kann dich wiederbeleben. Pippo, komm zurück. Komm zurück. Das Ding hat mich nur krumm angesehen und ich war tot. Ich glaube, wir können die Basis schaffen, aber wir müssen es dann fertig bringen, nicht erwischt zu werden. Das ist sehr schwer, Bippo. Ich weiß es, ich glaube, wir müssen wirklich alles auslöschen. Also, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Gestelle. Davon hatte ich eins schon wieder gesehen. Was machst du denn nur, Bippo? Ich wurde nicht erwischt. Ich versuche. Aber ich auch nicht, weil es schießt nicht auf mich. Ich versuche an den ersten blauen Punkt zu gelangen, ohne erwischt zu werden. Boah, ich glaube, ich wurde erwischt. Nee, ich wurde nicht erwischt. So. Das sieht mal gut aus. Guck dir das an! Egal wie Beppo und ich spielen. Wo ist Beppo? Beppo ist da hinten. Das hat man gar nicht gehört, Beppo. Die haben mich nicht gesehen. Ich hüpf runter. Ich glaube nicht, dass wir an den Geschützen vorbeikommen. Das Risiko, dass die uns sehen, ist enorm. Kann man die Geschütze nicht hacken? Ich hab mich gesehen, hab mich gesehen! Doch. Die Geschütze kann man hacken. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen. Oha. Oha, 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 oha. Ich weiß nicht, ob es besser ist, das Geschütz bis dahin einfach abzuknallen. Ah, ich kann sie abschalten. Mit dem Hack. Ja, oh, ich mache hier alles langsam. Ich schon Explosionen von der Seite, wo Kim läuft. Alarm, Alarm, Bippo, er löst Alarm aus. Er löst Alarm aus. Ich bin gestorben. Wieso? Ich bin tot. Bippo hackt hier alles easy und ich bin hier tot. Es ist zu spät, Bippo. Du hast den Heli kommen lassen, das ist sehr problematisch. Ich lieg immer noch halb tot. Scheiße, da sind die dicken Roboter. Nein, der kommt hierher. Was passiert, wenn ich aufgebe? Spawn ich dann zurück oder was passiert? Ja, ja. Oder? Dann mache ich das und komme ich zurück. Ich höre nur, ich komme hier hin. Alarm, Alarm. Kann ich die Es ist halt mega schwer, also. Es sind Leute, die haben einfach mal so über 3 Stunden hier versucht. Ich habe noch einen kaputt gemacht. Mein Bogen ist auch, glaube ich, ein bisschen stärker als deiner. Ja. Ich sehe nur, wie Beppo da hinten umherhackt. Ja. Während ich versuche, hier alles kaputt zu machen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich es machen kann. Wo bist du denn? Ich hacke hier. Ich sehe dein Pünktchen nicht mehr. So,
Wir müssen die Basis der Reihe nachmachen. Wir können nicht alles durcheinander machen. Bebo, die kommt zu dir. Ich weiß. Ich hab schon wieder einen gehackt. Aber die Alter, der schießt einmal auf mich und ich bin tot. Das kann doch gar nicht sein. Ich mag das nicht. Bei mir sind es 13:50 ist es bei dir. Ist es bei ihm, Beppo. Okay. 13:50. Das ist kompliziert. Ich muss irgendwie anders hier reinkommen. Aber wenn du immer überlebst und ich knall die einen nach dem anderen ab und ich sterb aber jedes Mal, ja. Sind wir aber immer wieder am gleichen Teil. Ja. Dann versuch nicht zu sterben. Ich renne mit meinen Bögen hin und her. Mehr. Komm näher, komm näher, komm näher zu mir. Komm näher. Du musst zu mir kommen. Entschuldige, Beppo. Kein Stress. Muss mir etwas laufen. Ich hoffe, dass mich keiner sieht von hier. Aber ich lenk jeden auf mich, dann kannst du. Er kommt nicht zu mir! Jetzt! Jetzt! Nicht so. Kann doch nicht sein, Mann, meine Schrotflinte. Also das kriegen wir nie hin. Ohne Witz. Ohne Fitz. Jetzt bist du am Arsch, bitte. Ja. Nein! Geschwitz! Nicht mich angucken, nicht mich angucken. Nein! Ich bin Beppo tot. Ist tot. Beppo, ich bin da. Ich bin da, ich lebe. Ich hab den schweren Bogen, Leute. Was mache ich für Geräusche? Okay. Go. Bei mir ist ein Roboter direkt oben. Nee, vergiss, ich komme nicht mal zu dir. Das wird richtig schwierig. Warte, ich gebe auf. Ja. Und versuchen. Ich habe keinen Plan, wie wir das machen sollen. Naja, es klappt, wenn einer es immer schafft, schon den Schalter auszuschalten. Für die Basis zu zerstören. Und zu überleben. Genau. Wo ist denn dieser scheiß Schalter? Da wo 12 Leute stehen. Wo bist du? Ja, voll in der Mitte. Also ich stehe wirklich voll in der Mitte. Natürlich könnte ich versuchen, direkt zu Dings zu gehen, um es auszuschalten. Mit dem Risiko, dass ich sterben könnte. Ein Geschütz hat mich fast gesehen. Das eine Geschütz hört nicht auf mich zu gucken. Du willst mich doch verarschen. Also Beppo, wenn ich jetzt einfach laufe. Da bist du! Pass auf, da sind 100 Leute unter dir. Das ist ein Mensch.
Wo ist der Schulter her? Hier ist ein Mensch drin. Ja. Okay, vergiss es. Das Geschütz, das Geschütz! Ja. Die, oh mein Gott. Die schützen das Tor. Nein, wir sind. Nee, nee, ich lebe wieder. Alarm auf der Basis. Ob wir das hier hinbekommen, Oder wir müssen die Gegner woanders hinlenken. Wir müssen die Geschütze alle loswerden, Beppo. Die Geschütze. Weil das sind. Die töten uns sofort. Die Dinger nicht. Die Geschütze können wir ausschalten, das geht. Dann müssen wir die alle wegmachen. Und dann müssen wir auf die Roboter gehen, weil die Geschütze ficken uns am meisten. Ja. Oh, der hat mich nicht gesehen. Ja, deine Mom. Nein! Noch lebe ich. Ich auch. Ich versuche die scheiß Dinger kaputt zu bekommen. So, ihr geschützt Mana. Mann, das will nicht sterben, das Geschütz. Man sich erwischt. Oh, guck, ein Schuss und du liegst. Das kann doch gar nicht sein. Aber wir werden wahrscheinlich so um die 6 Stunden brauchen, um hier durchzukommen. Ja, wir schaffen das. Am Ende sind wir durch, ne? Als bin ich einfach auf einer anderen Seite gespawnt. Das ist Beppo. Oh! Alarm auf der Basis. Alle Soldaten in Einsatzbereitschaft. Ich kann es versuchen. Ich habe eine stärkere Waffe. Alter, meine Waffe macht absolut gar keinen Schaden. Beppo, pass auf! Voll geopfert habe ich mich. Du warst voll du, Kopf, stimmt. Ich habe mich geopfert. Ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen. Normalerweise ist meine Pumpgun mega stark. Das war sehr dumm. Nein, der hat mich erwischt. Wo bist du, hä? Der hat
mich beim Hacken gestört. Oh, Beppo, ich würde dich ja gerne retten, aber da stehen so um die 100 Leute. Alles gut, ich lebe wieder. Oh! Pass auf, dieses Geschütz ist sauer. Die ist kaputt. Ein Geschütz weniger. Einer weg. Rechts kommt einer. Naja, schießt du. Nein. Warum geht der nicht kaputt? Noch einer weg. Oh mein Gott, ich stell gleich den Ton aus. Noch einer weg. Wird gerade von allen Seiten. Beppo, pass auf, ne? Da schießt wer. Ja, ich weiß. Wow, da ist wieder einer. Ja, wir können doch Freunde sein. Ey, guck, wir können Freunde sein. Alles YOLO. Alles YOLO. Nee. Er wollte kein YOLO. Er wollte kein YOLO. Ich sehe, sobald Beppo irgendwas wurstellt, sehe ich das. Ich weiß echt nicht, ob wir das gemacht kriegen. Schritt für Schritt. Er schafft das. Aber wie gesagt, ich versuche eben all die Dinger zu machen gerade. Aber ich check's nicht. Ich schieß genau auf das, was kaputt gehen soll. Wo hat er mich denn jetzt gekriegt? Beppo, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich sterbe okay, nicht. Okay. Ich lebe. Okay. Gott sei Dank. Oh Gott. Ich habe Mai gerufen, nein. Ich habe einfach die falsche Munition. Ich häng fest. Oh mein Gott, egal wo ich hingehe, hier sind welche. Ich hab's geschafft, ein Ventil. Yay.
Ich kämpfe mich noch umher. Zweiter ist natürlich geschafft. Oh mein Gott, ich nicht. Ich wurde von hinten gerade erschossen. Von was auch immer. Ich lenke die halbe Basis auf mich. Was macht Amai denn da? Okay. Nein, der ist mir hinterher gerannt. Überleb. Wir haben nur noch eins, glaube ich, zu machen. Ich bleib draußen stehen, bis du wieder da bist. Ich glaube, es ist nur noch eins, wo wir machen müssen, gell? Ja. Ja, komm. Aber wo? Oh, ganz hinten! Wir schaffen das. Ich war schon fast dran, aber ich habe nicht gesehen, dass da ein Roboter noch war. Ich renn durch. Alter, das sind echt viele, ha? Ich sehe dich links. Ich lenke sie auf mich, okay? Okay. Das aber nicht sterben, weil das ist sehr gefährlich, wie ich da reingehe. Warte, warte, sie haben mich nicht gesehen. Kommst du da irgendwie rein? Ja. Nein. Nein, geh rein. Ah, scheiße, da war noch einer drinnen. Ich lebe noch. Ja. Ich hab mich versteckt. Kann ich den raus mit einer Granate töten eventuell? Da ist ein Mensch drin. Und die anderen sehen die dich nicht. Die Roboter sind zu langsam. Ich komme da ziemlich schnell rein. Ich versuch's, okay? Jo. Ich bleibe draußen. Hab den Menschen jetzt, wo, was? Da ist irgendwo ein Schalter, oder? Ich hab sabotiert, ich bin dabei. Okay. Und jetzt? Wir haben's geschafft! Oh. Ja. Wir haben's geschafft. Ich hab den einfach weggepumpt. Yes. Lass das Level 90 sein, wir haben noch Level 20. Wir haben einfach noch Level 20. Kriegen wir auch hin. War doch einfach. Alleine ist es echt mega schwer. Oh, ich habe endlich eine Schrotflinte. Nein, die habe ich gekauft. Geil. Warum sehe ich denn nichts? Schrotflinte ausgezeichnet. Bin ich denn doof? Mir wird gar nichts angezeigt. Warum gut Munition? Schon getuckt. Das war schwitzig. Aber wir haben es geschafft. Also unmöglich ist es nicht. Alleine schon. Glaube ich. Also alleine. Nee.
Aber das Spiel lohnt sich definitiv, Jana. Also. Ich habe halt keine eigene PlayStation. Ja, das könnte ein Problem sein. Disco? Dann musst du für deinen Geburtstag dir was wünschen. Ich glaube, für die Switch gibt es das nicht, ne? Ne, für die Switch gibt es. Ich sag zu Kai, ich wünsche nur PlayStation zum Geburtstag. Du zeigst einen Vogel. Ich hab dieselbe Schrotflinte wie Beppo bekommen. Oh, so bin ich Level 13. Was ist das hier? Und Brustschutz. Yeah, ich hab ne Pumpgun. Ich hab ne Pumpgun. Die ist echt gut. Deswegen habe ich sie gekauft im Shop. So, dann denke ich, wir können uns bewegen in Richtung Level 20. Wenn wir 19 schaffen, dann ist 20 ja kein Problem. Also hier ist noch eine Level 11, wenn du willst. Die können wir auch noch machen. Wir arbeiten uns von schwer nach leicht. Weil hier ist eine 11. Guck, die liegt auf dem Weg. Oh mein, die Kranen haben Hunger. Genieß es. Wir fliegen ja sowieso an der 11 vorbei. Dann, ja, wo ist die 11? Ich habe markiert, wo ist Amai? Komm, Süße. Ein kleiner Storm, der fliegt. Ja, hier ist die 11. Und dann gehen wir auf die 2. Die 11 müsste einfach sein jetzt. Mhm. Ah, die Pumpgun kannst du auch auf dem Ikran benutzen. Naja, auch die Sturmflinte. Stimmt. Hast du keine Sturmflinte? Doch, die Sturmgewehr habe ich. Ich dachte immer, man könnte nur den Bogen nutzen. Nein, nein. Ist halt gut für die Helis. Die mich zum Beispiel jetzt schon wieder gesehen haben. Wie kann das sein? Ich werde nicht gesehen. Ich verklopp mich mit den Helis. Ich mag es, mich mit denen zu verkloppen. Der Ikran ist so fett. Wo sind sie denn jetzt? Da. Okay. Einer ist tot. Alter, zwei Schuss mit der Pump. Ja, jetzt schießen die Raketen auf mich. Wer schießen Raketen auf mich? Die Helis. Kein Plan. Ich hau ab. Amai hat Hunger. Ich höre sogar alles, was Beppo macht, ne, mit dem. Krieg ich auch alles rüber. Ich bin angekommen. Oh, er ist angekommen, ich bin noch nicht mal in der Nähe. Naja, das heißt, du bist ja bei mir in der Welt. Und ich habe nämlich schon so viele der Dinge kaputt gemacht. So, Angeschütz schon ausgeschaltet. Und ich bin noch nicht mal da und Beppo ist schon fertig. Alles gut, Beppo regelt. Das ist nur 11. Ja, guck, Amai macht wieder, dass jeder uns sieht. Das machst du genau richtig, Süße. Brauche ich denn, um beim schweren Bogen was herzustellen?
Ja, Pumpkin ist geil! Erstes Ventil ist schon deaktiviert. Guck, siehst du, Backboy ist schon fertig. Ich war noch nicht mal da. Komm jetzt langsam mal an. Ich sag einfach, ich habe keine Brille, deswegen ist das so. Jetzt ist Alarm, jetzt Alarm, Alarm, Alarm! Kim ist da, Kim ist da! Alarm, Alarm! Ne, jetzt hat Beppo Alarm gemacht. Alarm! Das warst du, Beppo, weil ich bin nicht mal drin. Okay. Komm. Ich höre nur bum, 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 bum. Ja, 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 es ist etwas kritisch. Komm, helfen. Ah, nein, es fällt. Oh, der Heli, der Heli, der Heli. Ich hab den, ich mach den Heli kaputt. Zeit für die Schrot. Wer will den Arsch versohlt bekommen? Ich bin da. Ich kümmere mich drum, ne? Ich habe mich um dich gekümmert. Alter, ich habe eine Baba Schrotflinte. Was willst du von mir? Ich mach dich kaputt. Oh, immer die die Menschen sind die ekelhaftesten Ratten. Mann. Ja, die Menschen sind übel schlimm. Beppo überlebt! Ich komm zurück. Ich bin wieder da. Alles gut. Ich weiß nicht, was der auf mich hier ballt. Ah, das ist der Feuerfuzzi. Der Mensch, der Mensch, der Mensch tötet mich. Ich muss einen Moment weg. Okay. Ich muss heilen. Ich muss heilen. Okay. Komm her. Nein, Kim, 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 noch einmal, noch einmal. Er liegt. Wir hatten da noch Men. Das bist du, Beppo? Okay. Okay. Ich glaube, wir haben das Ding so gut wie geklärt. Heute Beppo erschießen. Deaktivieren. Dann gehe ich zum anderen noch. Schon. Es fehlt noch etwas, oder? Ja. Aber wo? Ich will übelst gern einfach nur die Menschen töten. Guck, jetzt schießt er auf mich. Ja, ekelhafte Mensch. Ach Gott. Ich hoffe, dass die ja alle dann auch bei dir kaputt sind, Beppo. Ich hoffe auch. Sonst machen wir sie nochmal bei dir. Wobei, wenn ich dann zweimal Loot kriege, ist ja gut. Aber das ist doch, das wäre doch echt behindert, oder? So, und jetzt gehen wir auf die von Level 20. Ja. Sie haben nicht viel da gelassen. Ja.
Ja, wir waren ein bisschen laut. Wir haben gar nichts da gelassen. Wir waren zu laut, Beppo. Hm. Mein Inventar ist voll. Oh, ich bin Level 11. Ach, Stöckchen. Ich bin ja richtig fett aufgestiegen. So, dann... Was ist das? Wir müssen unsere Vorräte auch auffüllen. Ich gehe nur in den Baum für Vorräte noch abholen. Ich hoffe, ich kann auf meine Vorräte zugreifen hier. Was haben wir jetzt noch? Oh, Alter. Die hier unten, das sind zwei Stück. Das wird uns so. Gott sei Dank, ich kann hier jetzt drauf zugreifen. Alter, drei Stück. Das sind drei. Peppo, da sind drei Stück beieinander. Ich antworte Johnny noch schnell. Ui, ich bin fast 12. Oha. Jetzt geht's ja richtig voran hier. Warte. Also das Aufleveln ist sehr mühsam, also das geht nicht so schnell. Habe ich jetzt eigentlich genug für die eine Waffe zu kaufen, weil das wäre sehr hilfreich jetzt in der 20. Mehr Ausrüstung? Nein, da sind drei Basen beieinander, Kevin. Hast du wenig getrunken heute? Ja, wie immer. Guck, Kevin. Eine, zwei, ich Level 20. Ich will ja wissen, wie viel, welches Level die ist. Warte, Beppo macht ja sein Dingens, ne? Ja. Ich gehe nur was gucken. Pass gut, weil da sind drei Stück beieinander. Ich gehe das gucken. Meinte, du kannst vielleicht etwas mit dem RDA-Dienst planen. Das eine ist Level 11, das kriegen wir. Wählweise. Level 11 kriegen wir hin. Gib acht. Okay. Level 11. Wählweise. Das ist die Oh mein Gott, die Base 20, die tut mir zwar schon ein bisschen weh. Alleine nur am Vorbeifliegen wird mir schlecht. Lass dich nicht erwischen. Habe ich die schon freigeschaltet? Nein, die habe ich noch nicht freigeschaltet.
Nein, ruf nicht an, Mai. Juhu, ich bin 12. Wie kriegen wir das jetzt hin, Beppo? Oh, normal, was könnte ich nochmal mein Level Nee. Ich behalte die Teile, weil ich möchte mir die danach das goldene Sturmgewehr nehmen. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg zu 20. Ich habe hier noch was freigeschaltet. Aber ich glaube, ich gönne mir noch zuerst eine Kippe, bevor wir uns den Stress antun. Die Sache ist, da ist nicht nur eins, verstehst du? Wir müssen mehrere Sachen da machen. Ja. Ich glaube, da gibt es 3 Türme. Da gibt es einen kleinen Turm von 11 und dann gibt es die Base von 20 und da gibt es noch was. Aber ich gehe jetzt dahin, um zu gucken, was, wie viel das ist. Ich komme gleich wieder. Okay. Ich brauche auch noch Kapseln. Oder sind die verschmutzt? Bitte nicht. Nein, das sind keine Kapseln. Oh, leck mich! Ah, hier sind Kapseln, okay. Okay. Dann schwimmen wir hier rüber. Nein, ich ertrinke wieder. So. Dann essen wir noch schnell was. Ich bin schon wieder richtig kaputt heute. Ölig. Hier ist eine Ölanlage. Die ist nicht gerade klein. Wird das typische RDA-Design sein. Schlürft Öl aus dem Boden und hinterlässt Abwasser. Nett. Warum sehe ich nicht, was für ein Level die ist? Elf. Okay, das heißt, hier haben wir 11, hier haben wir 11 und hier haben wir 20. Das wird so schlimm. Das wird ein Massaker. Ach nö. Ich glaube, ich brauche Beppo hier. Ich will, du gehst von einer Base zur anderen und die eine Base wird immer schlimmer als die andere sein. Hier Geschütz, 5, 6, 7 Geschütze, 3, 4 Roboter, 3 Menschen, 5 Roboter. Richtig toll. Das ist nervig.
Gott, Hogwarts Legacy. Nicht mit Hogwarts Legacy. Hä? Nicht mit Hogwarts Legacy. Ich sehe hier eine Freundin von mir, die das spielt. Mhm. Ich habe das fast durchgespielt. Dass Beppo wirklich auf dieser Schlafmatratze da pennt. Ich will geknuddelt werden. Knuddel mich. Hey! Ja, ich seh du. Nein, ich hab gesagt, knuddel mich und du bist am Spielen. Was hast du? Was spielst du? Weil wir brauchen es und das sind drei Basen. No. Ich warte, bis Beppo wieder ist. Ja. So was das? Ich bin immer noch genervt. Ach, immer noch von ihm. Ja, von was? Hm? Von was? Ja, von immer der gleichen Person. Ich habe nur geschrieben, guten Morgen. Ich wurde sofort angekeift. Warum? Ja, weil wieder heute ein Brief oder was auch immer dazugekommen ist. Mhm. Und dann wurde ich sofort angekeift. Ich habe nur geschrieben, ist wieder was dazugekommen und dann habe ich so eine Antwort bekommen. Ja, was meinst du denn? Dann habe ich nichts mehr gesagt, nicht mehr geantwortet, nicht mehr geschrieben, nichts. Ganz ehrlich. Und so sich ein Ei klopfen gehen. Du kannst mich. Ich würde es einfach lassen. So. Ja, ich mach das jetzt so. Also, Beppo, zwei Stück sind 11 und einer ist 20. Danke. Und ich versuche gerade in die hier reinzukommen. Da hänge ich gerade drin. Pass aber aus, es sind sofort Maschinen. Ich hab so Angst, wenn ich auf die hier schieße und nicht genau treffe. Erstes Ventil ist deaktiviert. Alter, wenn ich jetzt darauf bombe, habe ich die ganzen Dingens auf uns aufmerksam gemacht. Ja, hast du auch schon. Ich halte mich versteckt, sie haben mich nicht gesehen. Wir brauchen mehr Feuerkraft! Alarm auf der Bahn! Alle Soldaten in Einsatzbereitschaft!
Ich knall die hier alle vor der Basis ab. Verstärkung, Beppo! Jo. Oh, leck mich doch, ich hab den nicht gesehen. Oh! Oh mein Gott, oh mein Gott! Lass mich doch in Ruhe! Mensch, Mensch. Ja, die Menschen fucken mich so. Ich box die immer weg. Was bist du, Beppo? Waren wieder, wir waren gar nicht laut. Okay, der ist tot. Okay. Okay, wir versuchen jetzt den letzten Punkt hier einzunehmen. Von der Seite. Ich glaube, wir müssen da ein paar töten. Bevor wir da reingehen. Bin da. Und runter. So, der erste tot. Mist, nachladen. So, der ist tot. Ist auch tot. Was ist Geronimo! Gehst du mir auf die Nerven? Bleib doch stehen und stirb. Wow. Hier ist der Schulter hier. Hier drin. Mist. Kommen wir da rein? Nee, ne? Mensch. Was willst du, du scheiß Mann? Kommen wir da irgendwie hoch? Einfach, dann müssen wir nicht vielleicht was hacken. Ah, hier. Der Schalter ist hier an der Seite. Ja, ich krieg gehackt. Ich hab ein Teil gehackt. Wo geht der nächste Teil? Geht da nach oben. Das geht hier vorbei. Und da rein, hä? Oh oh. Wieso geht die Tür denn nicht auf? Alarm auf der Basis. Alle Soldaten in Einsatzbereitschaft. Was? Ah, hier. So, jetzt kann ich reinhacken. Sesam, öffne dich bitte. Okay, ich glaube, wir haben uns kaputt gemacht. Ja. Ja. Dann schließe die Pipeline, da fehlt aber immer noch was. Ja, da oben ist sie. Oh. Was ist denn das für ein Sturm, der hier ist?
Ich crafte mal ein paar Bögen. So, Ventil ist abgeschaltet. Das hast du gut gemacht, weil ich wurde gerade von einem Geschützmesser gekillt. Das sind die Kleinen, ne? Oh, die von 20 wird uns so hart nehmen. Haben die wieder alles mitgenommen? Bin ich jetzt rausgeflogen? Ah, weil du es aufgemacht hast, danke. Ja. So, wir haben eine neue Waffe. Und so, dann haben wir das Teil auch übernommen. Es gibt noch genug andere. Genug Muni. Schabum. Ja. Hier ist ein Healpack. Das nehmen wir mit. Ah, das bist du. Oh lala. Alles mitnehmen, was nicht spiegelfest ist. Da hinten ist eine Kiste, glaube ich. Ja? Nee. Ich würde sagen, wir machen noch zuerst den Turm. Welchen? Obwohl, hier ist ein Bäumchen. Welchen Turm? Den hier. Ein bisschen runter. Da ist auch noch ein Turm. Da, wo mein rosa Dingens ist. Nee. Da. Nee. Ja. Und dann nehmen wir die große. Okay. Weil ich glaube, dann ist nämlich nichts so umher, was uns picken kann. Dann gehen wir mal die kleine Base noch einholen. Ich guck mal, hier ist auch irgendwo noch ein Bäumchen. Nicht wahr, Amai? Also ich bin immer zu dumm, diesen Baum zu sehen, obwohl der blinkt und alles. Guck. Wo ist Amai? Ja. Aber die Grafik ist schon gut, gell? Ja. Im Spiel, ja. Okay. Ich glaube, wir können noch hier hin. Ich finde die Grafik super. Also, ich spiele ja auch schon. Ich weiß nicht, über wie viele Stunden. Am Anfang zieht es sich halt. Also ich persönlich finde es am Anfang langweilig, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber als ich bis drinnen war, ging es. Ah, das ist Beppo, die Tiere hier abschlachtet.
Alter, was sieht mich denn jetzt hier? Geht hier schon direkt die Action los. Ich lasse Amai jetzt mal hier. Ich höre schon Menschen. Ah nein, hier sind Maschinen. Ich suche den Baum. Oh nein, das sind diese Stinktiere. Nein! Mir geht schon der Arsch auf Grundeis, wenn ich diesen Thanator da jagen muss. Die Quest habe ich überall gesehen. Ist noch irgendwo so. Dieses Vieh. Ja, der auch im Film ist. Den habe ich ja gar keinen Bock. Der ist anscheinend auch echt schwer. Also das sagen die Leute alle. Einfach mit der Pumpe drauf. So, das heißt, das nächste ist jetzt hier. Das andere ist da. Dann können wir nämlich auch die Dingens dann mitnehmen, die Ahnenfähigkeit. Ach man, hier spuckt mich alles an. Wie, du wirst angespuckt. Ja, von den Blumen. Hör auf! Ich will dir helfen, also renn mir jetzt nicht hinterher. Oh nein! Oh nein, hier töten sie wieder ein Tier. Nein, das lasse ich nicht zu. Beppo, einfach volle Kanne rein. Oha, oha, oha. Geregelt. Ist kein Tier hier? Nee, ne? Nee. Gott sei Dank. Ich finde das immer so schrecklich, wenn sie die Tiere dann da so einsperren. Ach, Beppo regelt. Er macht die Kiste auf. Danke, oh, Beppo. Bessere Schuhe. Mal, aber es gibt es auch meistens immer noch eine kleine Kiste, genau die da. So, ich glaube, dann können wir unsere Aufgabe machen. Bin schon, steh schon davor. Pumpe voll aufgeladen, wunderbar. Wie, hier gibt es nur einen Punkt einzunehmen? Wo hat der denn? Hä? Ah, das war Beppo. Ich wollte voll langsam hier reinlaufen. Und Beppo hat einfach die halbe Base. Oh, das ist easy. Beppo hat einfach die halbe Base auf sich gezogen. Was ist schon? Sieht so aus. Nee. Noch etwas. Da, bei dir. So. Easy. Das war aber jetzt nicht schwer. Nee. Wäre Beppo jetzt sich da so rangerannt.
einfach reingerutscht, mit der Pumpe alles weggemacht. Na, jetzt werden wir richtig gefickt, jetzt kommt die Große. Dann machen wir das Gleiche. Reinrennen, alles töten. Aber Sishi. Dafür mache ich so viel Schade. Der eine Kopfschmuck gibt mir 21% RDA der Schaden. Ist doch gut. Dafür fallen die hier so schnell um. Ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir bereit für die große Sache. Ich glaube, das ist die Level 20, ist bis jetzt die höchste, die ich gesehen habe auf der Map generell. Was habe ich denn da gerade bekommen? Ist das besser für meine Beine? Nein, das macht mich sogar schlechter. Was habe ich noch? Mops. Macht das besser, macht das besser, macht das. Nichts davon macht besser, Mann. Ich gehe mal schon vor Regeln. Ich habe all das gemacht. Da ist die schöne Base. Wow. Na. Das machen wir. Ich gebe mal gar keinen Schutz im Umlauf. Ja, das heißt, wir werden wahrscheinlich richtig gut gebürstet. Kann ich mich nicht einfach zu Beppo schnell... Doch. Boah, nicht neben Beppo so. Boing. Boing, genau. Priya, weißt du was über diese Basis? Oh, das ist die große Raffinerie. Dort schmelzen sie Erz mit einem riesen Laser. Es wäre echt schlimm für die RDA, wenn der explodieren würde. Beppo, wo bist du? Du bist auf der anderen Seite. Ich stehe, glaube ich, voll drin. Ich suche hier den Eingang. Hier ist der Eingang, da wo ich bin. Nicht durch das Haupttor, sagt sie. Ah ja, ich stehe neben dem Haupttor gerade. Nein! Wurdest du schon erwischt? Fast. Beppo, ich hab Angst. Das geht schon. Bei mir sind so viele Sachen umher. Ich hoffe das. Das wird lustig. Ich muss den Mensch loswerden. Das ist eine elende Ratte. Nein, schrei gar nicht. Alles gut, alles gut. Ich sehe dich dahinter. Ich laufe hier, der wandert lang. Oh nein! Beppo, tut mir leid. Bist du tot? Ja, kann sein. Ich bin in der Base. Ich nicht. Wie bist du da reingekommen? Mann, ich spawn immer vorne! Ich spawn einfach vor der Tür. Also, was ist jetzt passiert? Hast du mich dahin gebeamt? Ich bin hier an der Stelle, wo direkt ein Vetter steht. Ich bin über dir.
Was machen wir? Ich habe einen getötet. Ich weiß nicht, wo Beppo ist. Ich bin in der Base. Ja, ich auch. Ah, wo? Ich töte die Menschen gerade. Ich duck mich einfach mit, ne? Als würden die mich hier sehen. Ich hab mich gerade einfach echt geduckt hier. Alter, die wirft Feuer auf mich. Ja, das war ich gerade, die da so. Ja, und ich bin bei dir. Danke. Ich mich von oben mit. Ich versuche mir dieses Dingens da zu schießen. Nein, jetzt läuft er weg. Was läuft er? Wo läuft er hin? Rudi, wo läufst du hin? Ich habe mich ja nicht versteckt. Brennt mich ab. Aber der hat Leben verloren. Wir können denen Schaden machen. Ich komme von der Seite. Ist kaputt. Ja. Geht doch. Und da ist die Steuereinheit. Oh. Ist doch einfach. Du guckst so alles mit dem Navi-Blick. Alles ist blau. Alles ist rot. Okay, hier ist die Kiste mit Ersatzteilen, Beppo. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Welche? Hier, wo ich stehe. Hier, kleine gelbe hier. Hier! Hä? Hier! Wo bist du? Ah, da bist du. Hier! Da ist eine kleine Kiste da. Das ist gut. Ich brauche nämlich diese Ersatzteile. Das heißt, eins haben wir schon gemacht, oder? Ja, eins haben wir es geschafft. Nee! Ja, jetzt müssen wir irgendwie schauen, wie wir zum nächsten kommen. Leck mich fett. Hier ist mal ein Gong. Es sind so viele Geschüsse. Oh mein Gott. Das wird los. Oh, hier sind schon wieder Gegner. Ich bin so müde. Ich werde mal automatisch zu dir gebeamt, Mann. Ernsthaft? Hier sind richtig viele Gegner. Oder wo bist du? Oben! Ja. Ja, ich bin hier. Ja, das hier ist so richtig für mich. Haben die uns gesehen? Die haben mich gesehen. Aber ich bin versteckt. Ah, ich glaube, mich haben sie auch gesehen.
Ich mach die Menschen kaputt. Sichtkontakt verloren, meinst du, stellst dich einfach nur einen Zentimeter rüber? Ich greif nicht von der Seite an, ich greif von gerade von hinterrücks an wie eine kleine Sau. Ich häng fest! Das ist nicht gut. Du bist tot. Fuck. Ja, weil ich festhänge. Ah, du bist rechts, ich bin links. Cool. Aber ich hing fest. Blöder scheiß Glitch. Jetzt hänge ich schon wieder fest. Irgendwas blockiert mich hier. Na, Bruder! Das erste ging so einfach. Oh Gott, ja. Beppe, was machst du? Vergewaltigst du die? Wie der gerade geschrieben. Ich glaube, wir müssen rein. Oder auch nicht. Jetzt geht's wieder. Gesichtskontakt verloren. Ich glaube, wir müssen reinrutschen und versuchen, sie von hinten zu nehmen. Klar, mach du. Die sind eh jetzt alle auf mich abgelenkt. Okay. Wie groß ist dieser Ort? Hab ich doch gesagt. Auf der Seite gibt es eine Tür zur Gasaufbereitung. Elle. Elle. Pass auf, die bewegen sich. Ja, die haben mich erwischt. Aber ich habe denen Schaden gemacht. Ich gehe nach hinten. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin runtergefallen. Ich bin wieder da. Kann ich die irgendwie mit meiner mit meinem Sturmgewehr wegmatzen? Ne. So, einer ist tot. Wo ist denn du hin? War ich auch fast. Er ist verdammt schnell. Nee, du bist verdammt langsam. Er ist tot. Okay. Gut, ohne die Pumpe geht's hier nicht. Ja, deswegen habe ich ja letztes Mal gekauft. Okay, wo müssen wir hin? Hier dahin. Ist die Station für... Da ist ein Mensch noch. Und dann stirbt er. Er ist sofort bei der Tür. Wurdest du elektrisiert? Ja. Okay. Ich hab den tot gemacht. Bei mir wird nicht diskutiert. Bei mir werden sofort die Köpfe gesprengt. Hab keine Zeit zu diskutieren. Ach, scheiße, falscher Weg genommen. Das Leben ist zu kurz. Okay. Alter, stell dir vor, wenn wir diese Basis hier einfach bekommen, Mann. So. Level 20. Ist geschafft. Ein Medikit. Sehr schön. Was kommt jetzt noch? Überlebe den Gegner, André. Was? Da bleiben wir drinnen. Überlebe den Gegner, André. Bleiben wir drinnen, weil die können nicht durchschießen. Und wir schießen sie einfach mit der Pumpe hier vorne ab, wenn die hier reinfallen. Ich will schießen. Ich knall die mit Dingern ab.
Oh, zwei Schüsse, Beppe. Zwei Schüsse. Ja. Warte. Bin wir da. Guck mal, dieses. Ja. Ah, überlebe den Gegnerangriff, ich muss ja gar nicht da sein. Ich bleib hier oben, Beppo. Ja, versuch die zu killen. Weil jetzt habe ich schon einen Dicken vor der Tür. Und die Menschen sind. Warte, kommt da rein? Da komm rein, du Spinner. Ich krieg ihn nicht, ich bin. Doch, er ist weg. Ich habe ihn getötet. Noch einer weg, da kommt noch einer rein. Auch weg. Der ist tot. Einer hat mich gesehen. Maria Kim Taktik mit der Pumpe hinter der Tür war. Na los, ist die Richtung. Oh! Ich hab ihn abgelenkt. Ja, wo sind die anderen? Die sind weg. Ich versuche die letzten Menschen noch zu nehmen. So, einer. Ich glaube, ja, gut. Also der große. So, den dicken nehme ich von hinten. Nein! Der hat mich erwischt. Geh nach hinten. So, ich komme gleich wieder rein. Ich bin wieder da. Ah, das ist der Dumme, wo man die Lampe oben abschießen muss. Alter, er hat mich. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich warte, bis du wieder da bist. Schön, dass du es weißt, dass ich da bin. bin da. Also die Menschen habe ich eigentlich alle weggepustet. Ja, die Menschen sind alle weg. Ja, nur er fehlt noch. Es wird dir nicht schmecken, wenn ich dich finde. Ach man, klopf hier in einen. Ich hab ihn elektrisiert. Ups. Jetzt ist er sauer. Ich mach gar nichts, du nervst mich nur. Lenk ihn auf mich. Oh Mann. Gegangen. Hat er mich jetzt? Auf dem Weg zur letzten bekannten Position. Oh, der hat mich getackelt. Steig auf meine Schiene und dann versuch nochmal mich zu tackeln. Bist du da? Okay. Ja, ich lebe wieder. Geronimo! Oh, ich hatte ihn fast, Mann. Ich bin so richtig Geronimo-mäßig draufgesprungen. Ich wollte heldenhaft sein. Aber wir müssen das gar nicht mehr machen. Da steht, erreiche den Kontrollraum. Wir machen den Tod. Geh kaputt! Ich lasse diesen Triumph nicht. Der Typ, der stirbt einfach nicht. Wir sterben gerade wie die Mücken.
Wieso geht die Tür hier zu? Oh nein, Becky. Ah doch, jetzt geht sie wieder auf. Lebst du wieder? Ja, bin da. Dann gehe ich mit der Pumpe rein jetzt. Wo ist dieser Penner? Der ist tot. Na du Schluffi. Wichser. So. Erreiche den. Es wäre auch zu einfach gewesen, wenn es jetzt fertig wäre, weißt du. Jetzt müssen wir noch 26.000 andere Sachen machen. Wir können weiter. Oh, hier ist eine Kiste. Eine bessere Hose. Hofbeppo, und wie fühlst du dich jetzt? Ja, die letzte ist nass, also brauche ich jetzt eine neue. Nee, warum kann ich das nicht nehmen? Ah, die ist nicht besser. Wo bist du? Hier. Hier ist die Kiste. Es backt. Ah, ist nicht schlimm. Also, wo müssen wir hin? Geradeaus. Ah, mein Rücken beißt, Mann. Okay. Was müssen wir hier machen? Ah, da ist die Konsole. Wieder hacken. Hack. Bei mir ist ein Ladebildschirm. Wirklich? Also. Ah, jetzt bin ich da. Jetzt habe ich auch dieses doofe Dingens bekommen. Ja, ich glaube, mein Dingens hat's geblockt. Oh, wenn wir das zerstören, dann sind wir die Babos. Wow, was läuft? Oh, was müssen wir zerschießen? Ah. Zerschieße die wo sind die? Wow. Leute, chillt. Eins ist kaputt. Ich gehe einen Schritt und ich bin tot. Hast du gesehen? Oh, ich hatte nicht mal eine Sekunde. Nein. Oh, warte. Ich habe XX gedrückt. Es lädt bei mir. Okay, du bist wieder. Okay, ich bin da. Okay, das ist. Wir müssen das kaputt machen. Aber die Tür müssen wir wieder neu öffnen. Was soll ich noch machen, ey? Avatar kaufen. Ja gut, wie soll ich die Tür hacken, wenn die mich abknallen, die Opfer? Hackst du? Ja. Boah, wenn ich das hinkriege. Ich bin voll scheiße da drin, ne? Hat den Finger oben, wird man dich loben. Oh Mann. Warum sterbe ich denn hier die ganze Zeit? Mann! Beppo, ich krieg das nicht hin. Dann mach ich es. Mann, als wäre ich so dumm, weißt du? So. Ups. Falscher Weg. Das ist der richtige Weg. Das Ding hätte mich fast erwischt. Na, du hast es geschafft. Yay. Die sind sauer. Ich glaube, die sind sauer. Da kommen einfach nur so um die 1000 Menschen.
Ja. Irgendwie bewegst du dich nicht. Oh mein... Ja, aber die haben mich trotzdem erschossen. Nein. Das Spiel geht mir so auf den Eierstock. Auf die, ja? Ja, das nervt. Mein Spiel blockiert da irgendwie, glaube ich. Seit wo mein Spiel blockiert. Wie? Keine Ahnung, bei mir ist alles schwarz. Lass mich nicht alleine. Oh nein. Es blockiert, ohne Scheiß. Oh nein, ich kann gar nichts machen. Ich hab euch wieder rausgeschmissen. Ich auch. Nein. Vorhergeschlossene Quest überspringen. Nicht überspringen. Ich. Beppo, wir müssen alles von vorne machen. Nein. Oh mein Gott. Ich könnte heulen. Und heulen. Fick dich da. Also, ich reck mich nicht mehr auf. Ausrüstung? Nee, Beppo, ich bin wieder drin. Bist du drin? Ja, an derselben Stelle. Da warte, dann versuche ich bei dir zu joinen, weil ich bin nicht mehr bei dir drin. Wieso? Ich lade dich ein. Einladung zurücknehmen. Hä, wie zurücknehmen? Ah, du, ich kann, so, versuch's nochmal. Ich hab nichts gemacht, es lädt. Es ladet. Ein Schmutz. Alter, spielen die Minecraft, wie langweilig. Ich bin wieder in der Base. Da steht Beppo, du bist bei mir. Okay. Bin ich da? Hä? Beppo ist offline. Hä? Wieso bin ich rausgeflogen? Ich hab dir die Einladung schon geschickt. Da warte. Ich such's nochmal. Dann gucke ich. Korb. Ich versuche jetzt nochmal, mir die Einladung zu schicken. Ich glaube, ich hab dir jetzt 10 Einladungen geschickt. So. Jetzt lädt es. Ohne Witz, ich habe so oft darauf gedrückt, hier steht immer noch Einladung gesendet. Oh, ich bin wieder bei dir. Ja, geh weg! Ich stell dich nicht so um, wie es liegt. Jetzt. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich mich hinstellen soll, damit das mit mir nichts passiert. Du brennst. Ja, ich merke, es ist heiß. Es ist heiß. Aber ich höre auch nicht auf zu brennen. Ja, 3/4 Leben verloren. Easy.
Bin ich so richtig brombeerig gerade. Gott sei Dank müssen wir jetzt nicht von vorn beginnen. Ich will zu strahlen. Ich sehe die Menschen halt nicht. Oh, ich habe das Glas kaputt gemacht. Ja. Von wo schießt der denn jetzt auf mich? So, zwei sind tot. Sind noch zwei übrig. Ah, danke schön. Alle auf mich. Ja, nur noch einen. Ne, noch drei. So, dann spiele ich jetzt noch ein, zwei, drei Runden DVD und dann. Gehst du schlafen? Okay. Nein, ich mach nur noch, diese Base. Ich glaube, wir haben geklärt. Muss ich das kaputt machen? Oh! Die Woche ist so kacke wieder im Geschäft, ey. So viel wenig Personal. Ja, behindertes Personal ist normal, glaube ich. Wenig. Nicht behindert. Wenig. Ah, wenig. Behindert, das ist bei mir. Du wirst brennen wie der Rest von ihm. Oh Gott, Bippo! Ja, da ist wieder ein Dicker. Du bist doch auf den Kopf, Mann! Vor mir kannst du mich nicht verstecken! Doch. Bist du ja. Ich hab das gemacht, was ich machen wollte. Komm noch gleich. Danke für die Bits. Okay. Nein, der brennt mich ab. Ja. Der Uhrensohn. Er hat auch ein Problem mit mir. Ich finde keine Partie. Wow. Ja, was stimmt denn mit dir nicht? So. Sag mal, Bebo. Ja, ich hab einen Raketenwerfer gefunden. Jetzt T-Bag ich dich. Oh. Wow. Hier brennt alles. Ich hab alles mit dem Raketenwerfer abgeschossen. Da kommt wieder einer. Nee, ich hab keinen mehr. Wow, dich hat's richtig zerlegt. Können wir Freunde sein? Mann, als würdest du dich vergewaltigen. Ohne Witz, Beppo, vergewaltigst du die, oder? Ey, ich brauch Muni, ja. Chill mal. So, kaputt. Also einfach reingerannt. Nochmal erreiche die Schlackegrube. Was ist denn das für ein Scheiß? Gibt es... Ah, hier... nee, das ist ein Medikit. Trotzdem, hier werden wir mit. Hier kommen wir runter. Bisschen Holz. Ah, Muni. Sehr Holz. Schön. Wo? Hier unten? Ich und mein Holz. Ah, wieder eine Kiste. Sehr schön. Ersatzteile. Ich glaube, es fehlen mir nur noch 11 Ersatzteile. Oha, ist das eine neue Map, oder was? Bei DVD. Oh, boah, keine Ahnung. Oh mein Gott. Wie soll ich... Aber hier kommen wir nicht weiter, ne? Nee, dann ist es ein anderer Weg.
ein Fisch. Ich und mein Holz. Ich mein. Wo war ich fast hier runtergefallen? Weil ich dumm bin. Ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Ah, da, hier, doch, Beppo. Bei dir. Schöne Menschen. Eine Kiste. Boah, ey. Danach muss ich eindeutig mich hinlegen. Oh, Beppo hat es gerade... Was? Ja, mach auch nicht mehr so. Oh, das hat mir jetzt richtig glücklich gemacht. Ich hab dem so einen fetten Heli gegeben. Oh, ich hab fast keine Dinger mehr. Oh, ein paar Holzstücke. Hier ist noch eine kleine Kiste mit Schrott. Dankeschön. So, und dann, jetzt? Ich glaube, das ist die Vorbereitung zum Krieg wieder. Aber wie kommen wir hier durch? So. Was hast du gemacht, du Bissel? Ich bin durch den Kanal gegangen. Den Kanal? Ja. Ja, ja. Hast du gesehen, wie viele Punkte da waren? Ja, sehr viele. So um die 1000 Stück. Hier. Das ist die Schlackengrube. Das ganze heiße Zeug vom Laser fließt dort ein. Gut. Muss nur die Rohre hochjagen, um durchzukommen. So, der erste ist tot. Die haben nichts mitbekommen. Noch. Dann steht da oben einer. Den nehme ich auf. Weg. Oh ne, Killer. Wow. Ah, scheiße. Wie? Ups! War ich das? Du hast eine Granatlaunch, Heini. Oh nein. Das vibriert hier so. Warum vibriert das hier so? Oh mein Gott, ich bin tot. Sowas von tot. Ja, ja, ich wurde hardcore in den Arsch gepickt. Oh mein Gott! Die machen richtig Damage. Ja. Kann man auch von unten reingehen? Oder nur von hier oben? Hier sind wieder Ersatzteile, Beppo. Wo? Bei mir. Mhm. Ich komme erst ganz hinten da, in der Ecke. Das ist immer schön. Ich glaube, wir müssen wieder ablenken und von hinten. Nein! Oh mein Gott! Oh, der hat mir einen Schuss gegeben. Lebst du noch? Ja. Ja. So, ein Mensch ist tot. So, noch ein Mensch tot. Oh mein Gott, ich bin... Was ist denn jetzt? Mann, die sollen doch auf dich schießen. Ich sterb die ganze Zeit. Spawner ja, gleich. Das ist so ein Schmutz... Ja, ich bin fertig. Das ist so ein Schmutzgame. Die haben mich aber alle gesehen, aber die wollen nicht auf mich schießen. Ja, warte. Mist, ich bin tot. Warte, ich komme. Ich muss von oben, weil unten vergiss es, die sehen mich direkt. Ich versteck mich, bis du wieder da bist. Ich bin bald wieder da. Bin da. Ich werde ich versuche von der anderen Seite. Er schießt einfach nur Sachen auf die, damit sie abgelenkt sind. Ich hab dich gefangen, Holz.
Nix bringt hier was. Kriegst du abgelenkt? Ich versuch's, aber... Okay, der hat mich erwischt. Aber der bekam schon gut Schaden ab. Oh, scheiße, scheiße! Ich lebe wieder. Ich bin runtergefallen, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe mich verloren. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Schlenke sie ab. Komm ich da hin? Oh mein Gott, ich muss durch die Mitte laufen. Ah, ich glaube, wir müssen... Oh mein Gott, der hat mich getackelt. Aber ich war unterwegs, aber ich muss durch die Mitte laufen, das ist das Problem. Ich komme nicht an der Seite vorbei. Ich glaube, wir müssen die nicht töten. Nein, aber ich muss vorbei. Beppo, lenkst du ab? Ja, da warte. Ich laufe. Oh mein Gott! Beppo, ich muss hacken. Dann hack. Ich Okay. Oh mein Gott. Jana, du musst mir Mut zusprechen, das hier ist zu schlimm. Ich schaff das. Ich weiß, ich schaff das. Beppo, der Arme. Okay, ich hab's gehackt, Beppo. Dann geh rein. Was passiert jetzt? Zerschieße, was für ein Ventil! Du kriegst Besuch. Ich bin tot. Alles du gut. Musst ein Ventil zerschießen. Aber welches Ventil? Ich hätte irgendwas zerschieße das Ventil. Ah, das ist von ganz hinten. Ich bin nicht durchgekommen, weil da sind auch Leute gerade gekommen. Entschuldigung. Ventil zerstört. Erreiche die Schmelzeinheit. Wo ist die Schmelzeinheit? Scheiße, Mann. Wo ist die Schmelzeinheit? Auch ganz hinten irgendwo. Ich habe keinen Plan, ich sehe sie nämlich nicht. Wow. Beppo, lenk ab, ich renn durch. Okay. Ah! Komm nicht durch. Ist sie tot? Ja. Ich habe Menschen abgeknallt. Das ist gut. Immer dieses da. Wo ist dieses Ding denn? Ganz hinten, oder wie? Ja, ganz bestimmt das Tor. Wo die anderen da reinkommen. Alter, die Menschen tackeln mich sogar. Ja, genau. Da ist ein Raketenwerfer und ich will zu dem Raketenwerfer. Ich lebe wieder. Bei mir lädt's. Ist ja wie ein Ofen hier. Gut. Muss nur die Rohre hochjagen, wir müssen wieder hacken. Oh nein, echt? Ja. Oh nee. Der erste Mensch tot. Nächster Mensch tot. Kennt ihr Stitch? Mhm. Wie glücklich der immer ist, wenn er was kaputt machen kann? Mhm. Dann geht's mir auch gerade. Aber nur, dass ich sterbe. Oh,
Johnny ist da. Johnny, Johnny, Johnny. Was, Beppo? Alles gut. Na, bei mir nicht. Oh, leck mich fett. Mann. Die schießen Granaten über. Ich renne einfach immer wie so eine Bekloppte durch. Okay, eins noch. Du lässt auch immer Beugeschner Platz, Lanschke. Ja, aber wie komme ich daran vorbei, Mann? Guck, zum Beispiel der. Ich greife nicht von der Seite an, ich greife radikal von vorne an. Ich geh hacken, Beppo, ich geh hacken, ich komm rein, ich komm rein. Okay. Nein! Ich kann mir helfen. Ich kann nicht hacken, weil er schießt auf mich. What? Jetzt haben wir schon da gewusst. Was ist passiert? Das probieren wir schon Karriere zu gewinnen. Ja, ja. Muss ja nicht durch die Eschfenster aufflanken. Es ermüdet mich. Hallo! Hallo, was? Ich lenke jeden auf mich. Nicht Beppo gucken. Sie gucken noch auf mich. Was bin ich jetzt? Also. Na, danach gehe ich sowas von ins Bett, Mann. So, dann hacken wir mal das Teil. Naja, wie? Die schießt auf mich. Ich gehe dort auch, weil das Oh mein Gott, ich bin gestorben, Beppo. Nein, nein! Ich lebe. Oh Gott sei Dank. Oh! Ja, wie ein Ofen hier. Mein Herz ist gerade stinken. Das ganze heiße Zeug vom Laser fließt dort rein. Ja gut, aber nicht. Die Menschen sind lebend wieder. Die haben uns noch nicht gesehen. Die haben uns noch nicht gesehen. Ich versuche oben. Alter, alles vibriert gerade. Ich hab dich nicht verarscht. Na, Beppo, du musst den hier ablenken, der hier ganz hinten steht. Vor mir, da auf der Brücke rechts. Ja, gut, ich töte jetzt erstmal die Menschen, dass die uns Weil nicht mehr nerven. Der stört mich. Nee, sie haben mich gesehen, glaube ich. Oh. Ich glaube, ich schlafe mit Pulli, ey. Oh. Ist dir so kalt? Mir ist richtig kalt gerade. Meine Hände sind Eiszapfen. Ich verstehe das. Oh Mann, ich bin ja wieder gestorben. Mir ist auf der Arbeit so kalt jeden Tag, es sitzt da einfach nur zu zittern. Nein. Ich hab's falsch gezogen. Ist ja wie ein Ofen hier. Das ist die Schlackengrube. Das ganze heiße Zeug vom Laser fließt dort. Gut. Muss nur die Rohre hochjagen, um durchzukommen. Naja, muss nur die Rohre hochjagen, macht das.
Wenigstens wir jetzt alle Menschen töten, dann ist es einfacher. Ich hab mal Raketenwerfer. Wo ist der Raketenwerfer? Ja, guck. Nee, nicht den Duren, du hast mir dann den dicken. Den? Hat den wo Granate schießt. Wo ist der? Auf der Brick. Und die schießen halt alle. Ah, der da hinten jetzt, ne? Ja. Oh Mann. Oh mein. Richtig nervt mich. Und unsere Waffen sind halt nicht stark genug. Mann! Ich glaube, ich sterbe einfach im Sekundentakt. Ich will halt nicht aufhören, weil sonst müssen wir das hier wieder von vorne machen. Ich versteck mich, Pippo. Ja. Die größte Problem aus den Motoren Granaten. So, heik. Es hat keinen Zweck, sich zu verstecken. Oh Mann, ich kann mich nicht mal so schnell wegdrehen, wie die auf mich schießen. Herr Schweswo, man muss den Hanno rauslaufen. So, ich hacken. Gucken, glaube ich, noch alle auf mich. Okay, so. Gib denen die ganze Zeit so einen kleinen Elektro. Halt immer noch auf mich, kann das sein? Das ist nicht schlimm, aber das Ding ist weg. Er ist gehackt. Jetzt müssen wir nur noch das hintere Teil abschießen. Wenn es nur das ist. Hast du es abgeschossen? Nee. Der Typ und ich, wir verprügeln uns hier die ganze Zeit. Du bist gestorben. Ja, weil er und ich, wir kommen nicht miteinander klar. Wo ist das Ventil? Ich sehe es halt gar nicht. Wo ist denn das Ventil? Hinten, aber ich warte, bis du wieder da bist. Ich bin schon da. Okay. Ich suche halt das Ventil. Hoch. Ah, das Ventil ist weg. Erhöhe die Schmelzeinheit. Wo ist die Schmelzeinheit? Wenn ich mich nicht irre, müsste die... Du sollst nicht sterben. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja. Müsste die unter dem Ventilator sein. Wenn du wieder da bist. Welcher Ventilator? Ich guck mal, ob es da ist.
Okay, du musst uns zuerst ablenken, sonst komme ich da nicht vorbei. Weil ich glaube, wenn einer durch ist, dann kriegen wir einen Safe Point. Ich bin da. Ich auch. Lenk vom ersten Fenster ab. Ich gehe hier über die Metallstäbe. Ich glaube, sie kommen. Nein, nein, nein! Wo bist du? Ich hoffe, der sieht mich nicht. Mit dieser Krelle der Willmusik. Ja, ich wusste es, hier ist der. Hey, das macht grad richtig Bock, gell? Was? PBD. Ohne Marcel bockt das immer. Ja, er spielt auch. Ah, ich weiß. Oh mein Gott, ich habe nicht gesehen, dass er mich so oft kriegt. Die haben den Sichtkontakt zu mir verloren. Die Gegner? Außer der Mensch, der sieht mich über 26.000 Kilometer. Der hat die besten Augen der Welt. Jetzt reicht's mir, jetzt habe ich ihn abgeknallt. Was? Johnny arbeitet bei der Firma Tesla als Programmierer. Was? Mega krass. Mega krass. Er ist ja voll das gescheite Köpfchen. Wer? Johnny. Pixel. Ah, der Johnny. Spiel noch eins, oder? Ja. Spiel noch, bis wir hier die gefickt haben. Okay. Und Finny kommt der nächste Speicherpunkt. Jetzt? Weil ich wurde gerade weggemacht. Jetzt? Ja. Okay, ich stehe vor dem Laser. Beschädige die Laserlinse. Das hört sich einfach an, aber ich glaube, das ist nicht so einfach. Ich höre nur Schüsse hinter mir. Also wir chillen uns mal. Ich muss mal looten. Bin da. Ich stehe hinter dir. Ja, ey, hallo. Ich brauche Muni und sowas. Oh, Beppo, was passiert hier? Beppo, was passiert hier? Beppo, wo muss ich hin? Was ist los? Die über. Es war zuletzt in diesem Gebiet. Was ist passiert? Wo müssen wir hin? Wo bist du? Ich versteck. Ist das dein Ernst? Muss ich. Wie soll ich das denn kaputt machen? Ich hab mich versteckt. Jetzt renne ich weg. Wie soll ich denn dieses Ding jetzt da kaputt bekommen?
Das macht voll Feuer, aber wie machen wir denn? Nein! Oh mein Gott, was bist du denn für ein Rambock? Okay, das ist richtig gefährlich. Bist du tot? Ja. Nein! Wie kriegt man dieses Ding ins kaputt? Einfach draufschießen. Was? Das große, große Ding ins da? Nein! In der Mitte? Ja. Bruder, geh weg von mir. Geh weg von mir. Ich hab dir nichts getan. Ich heul jetzt in der Ecke hier. Oh mein Gott, ich bin dumm, weil die kommen von allen Seiten. Gibt es eine andere Möglichkeit hier rein? Das ist richtig heftig jetzt. Ich glaube, das ist auch letzte Phase. Und dabei bin ich noch nebenbei mit Johnny. Warte, warte, ich habe eine Blendgranate. Aufgepasst! Okay, er ist gut. Sehr gut. Wir müssen sie im Team nehmen. Wir müssen sie nehmen. Ah! Scheiße, da war ein Mensch. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich gehe weg. Bleib hinten. Ja. Wir müssen von unserem Häuschen aus die killen. Den Mensch können wir mit dem Bogen nehmen. Ich sehe ihn. Nehmen. Ihn. Mann, der will nicht sterben, die kleine Hure. Kleine Nutte. Hast du ihn? Ist tot. Sehr gut. Kleine Nutte ist tot. Aber da ist noch ein Mensch. Ja, aber der kommt nicht raus. Der ist tot. Und jetzt müssen sie auf dieses Dingens da schießen. Nee, wir müssen hinten. Ich geh mal hinten schauen. Komm schon her! Ist immer noch hier, oder? Ich dachte, wir müssen ins Feuer reinschießen. Nee. Es ist woanders, wo wir schießen müssen. Oh. Die Ventile hier ausschalten. Oh. Ich komme nicht weg, weil hier ist ein Roboter. Nein, nein, bleib hinten, bleib hinten. Ich nein, die Tür ist zugegangen. Ich habe die drei Ventile. Die Tür ist zu. Ist die Türe zu? Bleibt die Türe zu? Ich bin tot. Die sind da zu sieben auf mich nein. drauf. Wieso bist du rausgelaufen? Ich wollte den Menschen töten und da ist die Tür zugegangen. Ich bleib jetzt hier stehen. Was müssen wir jetzt machen? Verschiedene Linse. Oh nee, wir müssen von vorn beginnen. Ich bleib hier stehen. Erstes. Soll ich hier bleiben? Bleib da, bleib da. Okay. Versuch nur die Ablenkung zu machen. Ich darf nicht zu weit raus, weil die Tür geht zu. Nee. Ups, der Laser hat mich voll erwischt. Aber gut, wir müssen sie ablenken, weil es sind drei Ventile, die wir schließen müssen. Problem ist halt, wenn ich rausgehe, gehen die Türen zu. Nee, du sollst einfach von da aus schießen. Ich krieg dich noch! Wir finden dich! Bleib!
Entschuldigung. Nochmal entschuldigst du dich? Immer wenn ich niese, habe ich das Reflex, dass ich automatisch mich entschuldige. War noch immer so. Und zu meinen Eltern. Glaube ich. Gott, ich freue mich auf mein Bett. Kriegst du die Leute? Es sind keine bei mir. Wie gesagt, wenn ich rausgehe, ne? Ja, warte, ich versuch. Ich lass mich einmal sterben. Ich versteck mich. Und versuch sie näher ranzubringen. Siehst du siehst sie gar nicht von hier. Ja. So, komm. Okay, der kommt. Oh aber der Gott, linken eben, wenn wir drei Gott, Stück der linken machen müssen, müssen wir bestimmt auch der rechten machen. Und die gehen weg. Die sind nicht doof. Jetzt. Der hat mich erwischt. Oh mein Gott, jetzt bin ich gestorben. Du auch. Nein. Nein. Der hat uns jetzt mit derselben Ding. Oh Gott. Gut, der Anfang ist. Oh, ein Schmutz. Der Anfang ist einfach. Aber vielleicht müssen sie wie sie schon am Anfang wegmachen. Ja, aber die spawnen hinten. Das ist das Problem. Die kommen. Bin da. Da ist der. Schieß du deine Pumpgun und dann schieß ich. Komm du? Soll das die große Navi-Kämpferin sein, von der alle reden? Okay. Nächste Position, geht's mit! So, einer weg. Der nächste. Komm die erste her. Ich geh mal gucken. Oh mein Gott. Okay, er kommt. Bin da. Naja, kommt nicht. Doch. Ja, das haben wir nicht einmal mal in Ruhe lassen. Hä, was machen die?
Wow, ja, der ist so stark, der Typ. Bleib hier stehen, ne? Okay. Die sind jetzt hier vorne, das heißt... Dann steht keiner hinten momentan. Ich schlauf mal rein. Ja, sie sind jetzt alle nach links gegangen. Ja. Yeah. Ich gehe nach rechts nämlich. Und mache da den großen Bogen. Für auf die linke Seite. Für die Ventile zu erreichen. Oh mein Gott, er hat mich erschossen. Nee. Warte. Ja, Alter. Aber er schon. Alles gut. Was von du? Bin ja. Die sind jetzt auf niemanden aufmerksam. Jetzt auf mich. Ein Mensch. Lang weiter hoch. Gut, wie es geht. Wir sind am Gang für ein Tillerzimmer. Bin dabei. Ich schieß einfach in die Luft. Ja. Die sind sauer. Pass auf, Beppo. Du hast viel Leben. Ja. Oder bin ich da? Nein. Das ist aber gut. So. Oh, ich war fast gestorben. Evaluiert. Mir 100 Paar. Okay. Oh, er hat mich erschossen. Nein. Warte. Okay, ich bin wieder. Mann, ich hab nur einmal geguckt. So geluschert. Und dann hat er mich abgekriegt. Ah ja, bin da. Ja, der ist ja ultra stark, der eine Typ. Ich bin gestorben, geh in Deckung. Ich versteck mich in der Ecke. Okay, gut. Wir müssen die Linse einmal treffen. Pass auf, der Link kommt. What the fuck is? Hi Marcel. Hello there. Wie die Linse treffen. Die Mitte von der Linse treffen. Oh mein Gott, das kleine Loch da. Ja, aber ich glaube, wir müssen es tiefer treffen. Das heißt, ich muss noch mal rein. Links! Ich versuche. Wieder zusammen Dings oder was? Ja. Oh mein Gott! Nicht sterben. Nein, ich versteck mich. Zwei Tage kann man zusammenspielen, ja? Nee, da steht, öffne die Notfallpipeline, Beppo. Ah, das sind dann die Rechten. Das heißt, wir haben die Linse beschädigt. Ich hab die Linse bekommen, glaube ich. Okay, gut. Das heißt, ich muss jetzt auf die rechte Seite. Oh je. Boah, der mag mich nicht, der Typ. Ja. Machen wir hier mal ganz gucken, was die da macht. Boah, versuch ihn abzulenken. Boah, die erste Nachricht bei Beppo, einfach Jana mit ein paar Bits. Oh wow. Okay. So. Sehr gut. Wir sind auf mich konzentriert. Ja, ich bin fast da. Ja. Ich glaube, wir haben einen. Ne, wir haben keinen getötet. So. Hallo! Es ist Ventil. Alter, lass meinen Arsch in Ruhe. Oh nein!
Nein, nicht zu Beppo. Nicht sterben. Ich hab das letzte. Nein, ich bin full life, Beppo. Zerschieße die, das Freiliegende, das Recht. Ich kann gar nichts machen. Ist gemacht. Zerstöre den Laser. Oh nein, Beppo. Ich spiele ja richtig Fang mit dem Blödjahr. Dann kommt. Beppo, ich bin tot. Beppo, ich bin tot. Nein, nicht sterben. Warte, ich mach wieder. Okay, bin wieder. Okay. Alles gut. Welches Teil muss ich denn schießen? Vom Laser. Ich glaub, dein Laser ist hinten. Ah, so. Das war's. Ja, sag, dass wir fertig sind. Beppo, haben wir es geschafft? Warte. Level 20! Also, oh mein Gott, haben wir es echt geschafft? Das ist richtig schwer gewesen. Das war schon zu zweit mega schwer. Und es hat ewig gedauert, es war nicht für die anderen. Und wie viele gibt's davon jetzt noch? Wenn die Belohnung scheiße ist jetzt. Ausgezeichneter Bogen, ausgezeichneter Kopfschmuck. Und eine neue Farbe für Ikran. Ich auch. Aber wenn ich jetzt nicht hier was mega Baba-mäßiges kriegen. Würde ich auch holen. Fetten Bogen, Mann. Ist das ein schwerer Bogen, hoffentlich? Ja, es ist ein schwerer Bogen. Ein fetter Bogen. Buschlöser, schwerer Bogen, Feuerpfeil. Zack, ein paar Level gestiegen, wa? Level 14. Stabil. So. Es war eine heiße Sache, das. Wo ist denn der schöne Bogen? Ja. Oh. Ich guck mal die neue Farbe für mein Ikran. Oh, das sieht schön aus. Kriegt er einen neuen. Kriegt mein Ikran. Interessiert mich ein Scheißdreck, ob dieses Dingens hier sauberer wird. Oh mein Gott, ich bin fast 20.000 Kilometer runtergestellt. Das Lustige ist, man kriegt mal keine Skillpunkte für, wenn man sowas schafft. Wow. Wie komme ich hier runter? Ich kann rufen. Das war gerade schlimmer wie jeder Horrorfilm, ehrlich. Oh, fuck. Wo ist sie? Ich springe vom Gebäude einfach. Und rufe. Schwör, ist Amai jetzt echt auf dem Dach gelandet? Doofe Nuss. Alles gut? Mein Schatz, du fliegst. Wir haben es geschafft. Oh, mein Herz. Oh, wir können dann die nächste. Wir können die letzte Fähigkeit holen gehen. Komm, machen wir. Das wollte ich auch haben die ganze Zeit. Naja, ich gehe mit Dobby mal die letzte Runde machen. Ich glaube, der muss kacken. Okay. Ich gehe sowieso gleich schlafen. Dann euch noch viel Spaß. Jo. Danke. Tschüss. 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 Boah, hab ich mich gerade erschrocken, ey. Das ist hier. Wo, Beppo? Ja, hier der. Stimmt, in dem Baum. Ja, aber muss man oben rein? Ich bin oben, da ist nix. Ist da kein Angang? Nein. Tut sicher irgendwo auf der Seite.
Ja. Hast du? No. Ich komme immer durch Zufall daran. Wie ist die Kim? Hä? Am besten du fliegst mit dem Ikran. Wo hast du den Eingang gefunden? In der Mitte vom Baum. Nein, ich werde von Hunden gejagt. Ach so, das war nur ein Zombie. Ja, das sind Akis. Wow. Wo bist du denn? Wow. Ich werde von Hunden angegriffen. Das sind das Puckys? Ja. Ja. Ja, ja. So. Du musst hier deinen Kran nehmen. So. Wieso komme ich da nicht rein? Ich hab doch... Ah, es ist die andere Seite. Es sind zwei Löcher. Ja, natürlich. Als ob das Loch nicht groß genug wäre, um mich da durchzuzwängen. Ah, doch, jetzt aber. Wow, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Oh, wir haben diese Base gemacht. Ich habe jetzt echt Angst, dass jetzt noch solche Bases da sind. Tiefere Bindung. Die Ausdauer deines Ikrans wird um 50% erhöht. Das ist geil. Und zwei Skillpunkte. Süß, wie heißt der Killer mit diesen Zombies? Was? Boah, ich muss überlegen. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab gerade angefangen und dann kam der. Ich hab mich richtig erschrocken. Ich glaube, es sind wieder solche Tiere von der Dingens. Die Mutierten. Ja. Ich habe sie jetzt mal tot gemacht. Ich gehe mal zu Widerstand. Ich mal. Das sind diese Thanatoren. Die Thanatoren. Ich habe den jetzt mal einfach mal getötet. Die normalen Thanatoren sind nämlich schwarz und der war nicht schwarz. Das war ein Albino. Der Arme. Mehr Ausrüstung? Egal. Nein. Mir fehlen noch 7. Pass gut auf. Hier, sieh dich gerne um. Hör mal, da stehen einmal. Und welchen Level hast du jetzt? Fast 15. Oh Mann. Nee, was hab ich? Ja. Das heißt, wir sind fast. Da sind wir alle in 14. Aber ich gehe jetzt ins Bettchen. Zieh niemals auf dich selbst. Weil ich bin übertrieben. Ach, das ist ja gar nicht mein Ikran, das ist deiner. Was für ein Scheiß. Oh. Wolltest du mein Ikran stehlen? Ja. Hier, meine Warin. Ich dachte, es ist ja meiner. Das ist ja nicht shit, ja, dass du einfach Sachen mitnimmst. Ups. Ich wollte ihn einfach mitnehmen, so. Gib acht. YOLO. So, jetzt habe ich auch hier ein neues Seil. Oh Gott, ich bin so kaputt. Ja, ich mag's auch an. Dann gucke ich mal, was der Inter verkauft. Was mich erstaunt ist, wieso sind hier so viele Inder? Die gehen halt immer mit. So.
Gut. Aber du willst dafür die gleiche Scheiße. Ich möchte aber die Waffe haben. Also, nee. Aber ich habe ja jetzt Skillpunkte. Die kann ich nutzen. Es gibt normalerweise eine Fähigkeit, die dir Ersatzteile gibt von den RDAs. Wer war das nochmal? War das hier? Nee. So. Ich mache aus, Beppo, nur dass du Bescheid weißt. Jo. Weil, ich kann zwar morgen länger schlafen, weil ich Homeoffice habe. Ich werde Dingens auch heute nicht gute Nacht wünschen, weil. Wie? Den X-Krack. Hm. Ich schreibe ihm jeden Tag gute Nacht, aber heute ging er mir so viel in den Sack. Nein. Es gibt eine Grenze für alles. So. Mach ich hier noch ein Handy-Ladegerät. Das geht in die Mülltonne. Johnny arbeitet. Oh Gott. Entschuldigung. Ich bin so gebrochen einfach nur. Ich mach jetzt auch aus. Ich habe mir heute Mittag sogar frei genommen, um nach Hause zu kommen, um zu schlafen. Oha. Ja, und das habe ich nicht gemacht, geschlafen. Und ich bin immer noch so müde, ich habe so Kopfschmerzen, aber ich kann mich jetzt nicht wieder krank melden. Weil. Ach, dann macht er mir eine Zähne. Der mir wieder eine absolute 10. Oh Mann, ey. So, ich glaube, ich werfe mich die Treppe runter, so wie Beppo. Und dann tue ich mir weh. Aber da muss ich trotzdem arbeiten gehen. Was macht dein Fuß, Beppo? Es ist mein Knie. Ja, meine ich ja. Zumindest weiß man jetzt, was es ist. Es ist eine Sehnenentzündung. Oh, operativ, ne? Nee, Gott sei Dank nicht. Okay. Ich mal schauen, was jetzt mein Hausarzt sagt. Also, dass ich nicht viel mache, ist ja eine Sache. Aber irgendwann muss ich ja mit der Physiotherapie anfangen. Ja, und das ist sonst nicht gut. Da muss ich jetzt schauen, wie und was. Das gucke ich nämlich jetzt am Freitag mit ihm. Aber ich schätze, dass der mich nächste Woche auch noch nicht arbeiten lässt. Ja, geht ja auch nicht, ne? Nö, 8 Stunden auf den Beinen. Also jeden Tag versuche ich, weniger mit der Krücke zu laufen. Aber morgens ist alles in Ordnung. Also morgens kann ich drauf laufen und auch drauf stehen. Aber dann gegen Mittag und abends, dann geht gar nichts mehr. Oh Mann, ey. Ja, weil du dann schon zu lange standest, oder was? Ja, und dann stell dir vor, ich soll 8 Stunden da im Geschäft stehen. Spätestens nach einer Stunde sage ich, yo, ich geh mal nach Hause. Ich würde das auch gerne machen, so, weißt du. Ich komme arbeiten und dann nach einer Stunde. Nee, es ist mir jetzt zu viel, ich gehe nach Hause. Ich schaff das nicht mehr, sonst hau ich hier irgendjemand die Zähne aus. Ja, aber gut, mein Jahr fängt schon gut an. Der erste Monat ist einfach mal geskippt. Ist doch egal. Hauptsache, du kommst zu meinem Geburtstag. Ja. Gehe ich schon jedem voll auf die Nerven damit. So, du kommst aber zu meinem Geburtstag. Ja. Bist du sicher? Ja.
habe einen Kumpel, der hat einfach so geantwortet, so, ohne größere Überraschung, ich bin dabei, wie immer. Der ist jedes Jahr dabei. So, meine Lieben, ich gehe aber jetzt schlafen, weil meine Migräne kommt. Jawohl. Danke gleichfalls. Wir hören uns morgen. Ich weiß es nicht. Beppo, sicher? Ja, definitiv. Ja, wir schreiben. Okay. Dann schlaft gut. Jo. Danke. Tschüss, Kim. Bis tschüss, dann. Jana. Ciao, ciao. Ciao. Und mein lieber Chat, ich mache auch für heute Schluss. Das war genug Aufregung für heute. Das war Anstrengung pur. Dementsprechend mache ich für heute auch Schluss. Das heißt, morgen geht's weiter mit der Hauptstory. Wir haben ja jetzt ordentlich gelevelt. 9er Quest dürften jetzt keine Probleme machen. Da wünsche ich euch allen einen schönen Abend noch und man sieht sich dann morgen wieder.